Hi Leute und willkommen zu Dark Souls 3. Es geht weiter. Wir sind jetzt hier, oder wo es zum Bossraum geht, vom Fluchverderbt Großholz. Hier oben ist das Tor. Da befinden wir uns jetzt und jetzt geht es hier in dem Bereich und das sind ein paar echt starke Gegner. Die werfen nach uns mit ihren, ich würde sagen, Töpfen. Machen übelst Damage und die werden wir jetzt mal schauen, dass wir die als nächstes bezwingen. Gesehen, der erste hat schon geworfen. Jetzt hat er wenigstens nichts mehr zum Werfen. Der wäre weg. Der andere wirft jetzt bestimmt gleich. Aber schön abgeblockt. Hätte ich nur nach zwei Schlägen hätte ich schon rollen sollen. Dann hätte es mich nicht erwischt. Aber wir haben sie. Lässt du was fallen? Nein, lässt du nicht. So, das hätten wir. War da nicht noch was? Ist auf alle Fälle ein Köder. Der bewacht doch bestimmt was. Noch ein Köder. Aber warum hast du durch. Der erste Biss durch Schild gebissen? Super, ein Köderschädel. Da steht ja noch einer. Den versuchen wir zu töten, denn wir wollen ja auch noch nach unten, ne? Hat er nicht überlebt. Da ist Mornes. Macht den bloß nicht sauer auf euch, ne? Der verprügelt euch. All you faceless undead. No matter. If you've any sense, you go find you here in this land of hollows. If like the others, you're fool enough to play the chicken, go on ahead. Traipse right past the abat, you'll face death. Enough death to leave you Sagst du noch was? Ja, wir machen jetzt das hier mal auf. Da machen wir aber noch nicht weiter. Silberkatzering wäre eigentlich ziemlich toll, aber den haben wir noch nicht. Hier können wir uns fallen lassen, das sollten wir überleben. War das jetzt echt so hoch oder weil wir kein volles Leben hatten? Unglaublich. Und zum Glück haben wir den Shortcut frei. Nehmen wir Glut, damit wir mehr Leben haben. Haufen Gegner. Springst du irgendwie seitlich oder warum machst du mal Damage bei mir?
Vielleicht geht's hier. Nicht sterben! Boah, wir haben es gerade so überlebt. Haha, geil. Wo war die Stelle, wo wir uns fallen lassen haben, wo wir dann gestorben sind? Die hätten wir. Schwerer Edelstein. Für Waffen, die auf Stärke skalieren. Gehen wir mal hier rein. Komm, stirb. Danke. Sehr nett von dir. Können euch parieren. Dem Schild. Das machen die auch gern. Die Rotgriff-Hellebarde. Nice. Von der habe ich euch erzählt. Die werde ich natürlich behalten. Ist echt eine sehr geile Waffe. Können wir Läuterung erbitten oder Vergebung erbitten? Wenn wir gesündigt haben, zum Beispiel. Oder wenn wir hässlich sind, können wir hier Erläuterung erbitten. Das ist jetzt der Shortcut. Wir gehen wieder zurück. Ich glaube in die Richtung. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle den Shortcut. Sollten wir sterben. Genau, geradeaus. Meine Seelen, die liegen oben. Was hast denn du da? Da habe ich keinen Bogen. Toll, den habe ich verkauft. Meine Seelen müssen oben liegen. Ganz viele Ratten. Schnell hier hoch. So, jetzt können die uns nichts mehr. Jetzt haben wir unseren ersten Talisman. Mit denen können wir, ich zeige euch das mal kurz. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Talismane aus Elfenbein werden nur weibliche Geistliche gegeben. Der Glaube hat großen Einfluss auf seine Effektivität. Ihm wohnt eine gewisse Labilität inne, die durch seine Fertigkeit verliehene Standhaftigkeit beeinträchtigt. Fertigkeit, unbeugsames Gebet erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass Gegner das Gebet unterbrechen, kann in beiden Händen angelegt werden. Also ihr könnt mit ihr Wunderwirken, dann steht dort, dass ein hoher Wunderwert das noch erhöht, versteckt. Und ihr könnt eure Balance erhöhen. Oh, who is there? Someone there? Anyone? Please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me.
Ist eine gute Seele. Yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Das kann übrigens, soweit ich weiß, nicht sehen. Gebet haben wir erhalten. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion then. Klar bin ich ein Champion. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Nehmen Ihre Dienste an und können Wunder von ihr erlernen. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Hätten wir. Ihr könnt ihr später diverse Items geben, um immer mehr Wunder freizuschalten. Das Wichtige ist, dass ihr am besten keine dunklen Wunder gibt, denn dann wird sie irgendwann nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Ich glaube, einmal geht's maximal. Und da haben wir schon Sigvard. Die Dialoge ausschöpfen. Und es ist jetzt ratsam, sich erst einmal das Feuer zu holen. Da wartet ein sehr starker Gegner. Gebt euch aber ein gutes Schwert. Für PvE-mäßig. Einige Gegner sind ja auch frostanfällig, wie zum Beispiel die Drachentöterrüstung. Der ist sehr stark, der Gegner. Ihr könntet ihn hierher locken, einfach einen geben, dann wieder weg. Habt ihr gesehen? Also am besten ist es immer direkt hier. Mach's mal nochmal vor. Kommt jetzt hierher. Wenn er sich umdreht, gibt ihn einen Hit und geht wieder zurück. Da sind wir wieder. So könnt ihr ihn easy besiegen. Oder ihr macht's wie ich und sterbt vielleicht dabei, weil ihr kämpft. Macht Frost Damage, die Waffe. Oh. Wann hat der eine Reichweite? Trotzdem geschafft. Jetzt haben wir auch schon sein Schwert. Das zeige ich euch auch mal kurz. Da wäre es auch schon. Ein an die Vorreiterritter des Nordwindtals überreichtes gerades Schwert. Es ist in Kälte gehüllt und verursacht Erfrierungen. Alle Vorreiterritter verwandeln sich irgendwann in Bestien, stets von den schwarzen Augen des Hohenpriesters Sullivan verfolgt. Fertigkeit Haltung während der Haltung angenommen für wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen und dann einen schweren Angriff, um ihn mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. Also hat auch wieder diesen Schildbrecher-Angriff. Da haben wir nochmal Glut. Jetzt befreunden wir uns als nächstes mit dem Riesen.
So, der Aufzug soll jetzt runterfahren ohne uns. Ihr seht schon, Siegwart ist weg, der ist jetzt oben. Wir hätten jetzt abspringen müssen. Dann wären wir zu Siegwart gekommen. Wir werden uns aber kurz vorher mit dem Riesen befreunden. Who are you? I help anytime. Junger weißer Zweig. Und jetzt sind wir Freunde, jetzt bebürft er uns nicht mehr. Der einzigste Riese im Spiel, der uns grundsätzlich nicht unbedingt ans Leder will. War das jetzt auf der Seite mit dem Abspringen? Ja, ich glaube schon. Da hockt er ja. Ah, oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Wow, du bist sehr klug. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Er hat anscheinend Angst vor ihm. Try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir einfach runter müssen zu ihm. Er uns dann hilft oder ob wir noch mal weg müssen. Wir schaffen den zur Not auch alleine. Ah, also er wird uns helfen. It's too late now. I, Siegward of the Knights of Katarina, fight by your side. Es ist übrigens der erste Boss. Wie der Asyldämon aus dem ersten Teil ist es. Hat uns doch mal erwischt. Ja, aber er hat uns ja geholfen. Feuriger Edelstein, und wir müssen mit ihm jetzt komplett das Gespräch bis zum Schluss führen, um die Quest voranzuschreiten. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Einmal Siegbräu. My sword and our victory together. Long may the sun shine. Anstoßengeste haben wir bekommen. Well, I'm going to have myself a little nap. Wieder ansprechen. The only thing to do, really, after a nice toast.
Nicht weglaufen, wieder ansprechen. Schnarchter. Und jetzt haben wir die Geste schlafen. Jetzt könnt ihr gehen. Ist das da vorne das Haus, wo wir runtergefallen sind? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war's nicht. Das war ja viel höher. Die Großkeule haben wir bekommen. Schon schlimm, wie es hier ausschaut mittlerweile, ne? Das ist immer so war. Der lebt. Feuerbomben ausrüsten. Habe ich mir auch ein paar gekauft. Da waren zwei. Dachte, da war Loot. Ja, so kann er euch stickern. Hocken hier und genießen so das Wetter. Köder sind immer nervig. Müsste jetzt oben, glaube ich, mindestens eine Hexe sein. Weil ich wusste. Beiden gleichzeitig möchte ich nicht kämpfen. Schon das Interesse an mir verloren. Schön reingerollt. So, die wäre weg. Und wir haben gleich mal den Stachelstreitkolben bekommen. Mega. Jetzt bist du dran. Wollt mich gerade packen? Aber nicht mit mir. Ja, langsam spiele ich mich wieder ein bisschen ein. Da ist noch Loot. Wir haben jetzt Flints Ring. So. Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Also der Ring macht euch stärker, wenn ihr sehr leicht seid. Macht aber wirklich nur Sinn bei sehr, sehr leichtem Gewicht. Also sogar bei mir wirkt das sich jetzt nicht wirklich aus. Er ist so unter 20%. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viel genau. Das könnte mein
Kollege Dandy euch sagen. Wir tun ihr das trotzdem, wir haben ja eh nicht so viele Ringe und den möchte ich nicht anziehen. Ausrüsten und jetzt gehen wir mit dem Heimatknochen zurück zum Feuerbandschrein. Dann haben wir das Gebiet nämlich auch abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles eingesammelt haben. Jetzt verkaufen wir erstmal das, was wir nicht brauchen. Die Seelen natürlich. Gut, ich mache ja kein PvP, deswegen können wir den Kettenbrecher auch wegmachen. Behalten wir, behalten wir, behalten wir. Weg damit. Halten wir mal vorerst. Weg. Weg. Behalten wir, behalten wir, behalten wir. Da gibt es bestimmt noch bessere später. Weg. 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 Alles weg. Würde ich nie anziehen, ist total hässlich. Ja, machen wir alles weg. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Schauen wir mal, was wir kaufen können. Können wir vielleicht noch aufleveln? Ja. Noch mal einen in Stärke. Schwert des Lothric, das können wir jetzt auch hochsetzen. Ne? Und den Höhlenschlechter. Für den Höhlenschlechter brauchen wir Titanitschuppen, da es eine Bosswaffe ist. Zählt dann auch doppelt, die geht nur bis maximal plus 5. Das heißt, wir hätten jetzt sozusagen eine Waffe, die gleichwertig ist mit wie mit einer normalen plus 2 Waffe auf plus 1. Waffe durchwirken. Wir haben Krude, da wir noch keine Skalierung haben. Schwert des Lutritters, das weiß ich noch nicht, was ich mache. Das werde ich mir noch überlegen. Wir können Feuer durchwirken, das wäre auch echt interessant, ne? Werden wir noch gucken, was wir machen. Hier ist Kornix. Bei ihm können wir ja die. Jetzt bekommen wir die Pyromantieflamme, genau. Und wir können sie bei ihm auch verstärken. Und Gegenstände kaufen und Pyromantien erlernen. Vielleicht, dass wir doch mal was zum Anziehen haben. Mal gucken. Irina befindet sich dann da drüben. Ach, ich habe auch wegen Patches nachgelesen. Also eigentlich, wenn wir Turmschlüssel kaufen und hochgehen, muss er da sein. Er erscheint aber auch nochmal in der Kathedrale des Abgrunds. Genau, sie dient uns jetzt. Gegenstände kaufen. Erlaubt zusätzlichen Zauber einstimmen und wir können Wunder bei ihr erlernen. Stellt TP langsam wieder her. Ist eigentlich schon interessant, sowas zu haben. Müsst ihr auch alles kaufen, alles besitzen für die Trophäe. Unseren Dieb haben wir auf Diebes Tour geschickt. Schauen wir mal, ob er zurückgekommen ist. Eigentlich, soweit ich weiß, muss man ihm Hilfe schicken. Entweder Patches oder Sigwart von Katharina. Er ist auch nicht da. Gehen jetzt noch mal hoch.
Aber ich vermute fast, ne, ich weiß es auch nicht, vielleicht liegt es echt an der Quest von Krayrat. Und danach beenden wir natürlich die Folge. Eigentlich geht man hoch, holt den Turm, man holt den Turmschlüssel, geht hoch, holt die Feuerhüterseele und kommt runter und dann hat er einen eingesperrt. Und das ist nicht passiert. Und ich habe das echt oft gemacht und ich hatte das diese Situation noch nie. Der hat's immer so mit den Feuerhütern. Der Patches. Schöne Aussicht. Da haben wir gegen Gundyr gekämpft und da haben wir ja begonnen, ne? Den Bereich da drüben. Wenn ich mich nicht täusche. Geiles Schloss. Hab's mir schon gedacht. Naja, gut, dann sind wir beim Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Dark Souls 3. Tschüss.